Hallo, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen auf dem KidsTeam-Channel. Ich heiße Jürgen und wir vom KidsTeam sind eigentlich sehr oft unterwegs, um mit coolen Aktionen Kindern etwas über Gott zu vermitteln. Leider geht es uns so ähnlich wie euch. Wir müssen zu Hause bleiben. Und ich glaube, das ist im Moment auch gut so. Und wir haben uns gedacht, solange ihr zu Hause seid und wir zu Hause sind, können wir diese Möglichkeit nutzen mit dem KidsTeam-Channel, um zu euch zu kommen. Und wir haben vor, solange du zu Hause bleiben musst, jede Woche einen neuen Clip einzustellen. Ich bin übrigens nicht alleine. Mein guter Freund Rudi ist hier bei mir. Rudi, du bist ja schon wach, das ist gut. Komm raus. Hallo, guten Morgen. Guten Tag, Rudi. Guck mal, dreh dich mal um. Da ist eine Kamera. Da ist eine Kamera, genau. Wir sind hier auf dem KidsTeam-Channel. Hä? Und keine Kinder? Hier sind keine Kinder, aber an den Geräten sind die Kinder und die hören und sehen, was wir hier so machen, wir beide. Cool. Na? Und Rudi, ich habe was mitgebracht. Und zwar habe ich hier... Woher hast du das? Das ist meine Schatzkiste. Deine? Ja, das ist meine Schatzkiste. Hey, da hatte ich einen Schatz drin. Du hast da einen Schatz drin? Ja. Du, da ist es meine Schatzkiste, da wollte ich heute was mit den Kindern erklären. Hä? Da ist mein Schatz drin. Ja, ich... Nee. Was ist los? Da ist mein Schatz drin. Du hast da einen Schatz reingetan. Wann denn? Gestern. Gestern? Was für ein Schatz? Das verrate ich nicht. Du, ich brauche aber jetzt die Kiste und ich hole einfach mal deinen Schatz raus. Das mache ich. Okay, dann mach... Kannst du mir mal helfen? Ich kann dir mal helfen. Das ist dein Schatz. Hör mal, was willst du mit dem? Den habe ich gestern noch bekommen. Okay, sonst gab's ja keine mehr. Gut, aber eigentlich ging's heute nicht so um Klopapier. Warum denn? Guck mal, das legen wir mal hier hin. Und ich hol das mal raus. So, hier haben wir jetzt zwei Sachen stehen, oder? Ja. Eine Schatzkiste. Und einen Mülleimer. Genau, und einen Mülleimer. Und was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Das eine ist aus Holz. Okay, gibt's noch einen Unterschied? In die Schatzkiste kommt... Ein Schatz. Genau, und in den Mülleimer? Das, was wir nicht mehr brauchen. Ganz genau. Und du, ich habe hier noch was... Lauter Dinge, die uns so in unserem Leben begegnen. Und manches von dem, was uns begegnet, das brauchen wir ja wirklich und anderes brauchen wir nicht. Und ich hole ja so ein paar Sachen raus, ne? Wie so eine Überraschungskiste, ist unser Leben ja auch manchmal. Und ich hole mir mal was raus und du entscheidest, wo das hin soll, okay? Okay. Gute Worte. Gute Worte. Brauchen wir die? Die brauchen wir. Genau, die brauchen wir wirklich, ne? Und das tut so richtig gut, wenn man gute Worte bekommt, oder? Ja, das tut gut. Genau, also tun wir das hier rein, ne? Was ist denn damit? Du bist nichts wert. Das brauchen wir nicht. Nee, das brauchen wir wirklich nicht, ne? Also das kann wirklich getrost in den Mülleimer, oder? Ja. Und das hier? Du kannst nichts. Das höre ich nicht gerne. Nee, das höre ich aber auch nicht gerne. Brauchen wir sowas? Nee, das brauchen wir nicht. Okay, dann tun wir das mal hier rein, ne? Mülleimer. An das hier. Mut und Kraft. Das brauchen wir. Genau, das brauchen wir. Ich brauche das öfters mal, ne? Vielleicht gerade dann, wenn es mir nicht so gut geht, ne? Und da ist das ganz gut, wenn man Mut und Kraft hat, ne? Also, das kommt mal hier rein. Das ist echt ein Schatz. Das brauchen wir, ne? Das brauchen wir. Genau, und was steht hier? Du bist hässlich. Du, oder? Hey, nein, du auch nicht. Also, brauchen wir sowas? Nee, das brauchen wir nicht. Genau, das brauchen wir nicht. Also, das kommt hier in den Mülleimer rein, ne? Was ist denn damit? Freude. Cool, das brauchen wir. Genau, Freude brauchen wir, ne? Freude ist was richtig Tolles, oder? Ja. Genau, das tun wir hier rein. Und was haben wir dann hier noch? Niemand mag dich. Mich? Doch, ich mag dich und ich dich auch. Genau, ne? Deshalb, so einen Satz braucht man nicht, oder? Niemand mag dich, wenn dir sowas jemand sagt, das ist nicht schön, oder? Das ist nicht schön. Genau, also, kommt's hier rein. Mülleimer, fertig. Und
Gewalt und Mord. Das brauchen wir auch nicht. Nee, ne, das kommt ganz schnell hier rein. Also Gewalt brauchen wir nicht, Mord auch nicht. Und, ich glaube, das hier ist da viel besser. Frieden. Genau, das ist was Gutes, oder? Wenn man im Frieden lebt, mit sich selbst, mit anderen, mit Gott in Frieden lebt, das ist eine richtig gute Sache. Und ich glaube, das ist ein Schatz, den kann man nicht mit Geld kaufen, oder? Das stimmt. Genau, also tun wir den Frieden hier rein. Und das hier, Liebe. Das brauchen wir auch. Genau, jeder braucht Liebe. Ne? Und es ist richtig schön, wenn man geliebt wird, oder? Ja. Und um andere zu lieben, braucht man auch ganz schön viel Liebe manchmal, ne? Also, das ist was richtig Gutes. Ein ganz, ganz großer Schatz, Liebe. Hier ist noch was. Oh, oh. Hass und Streit. Das brauchen wir nicht. Nee, das brauchen wir nicht. Manchmal streitet man sich zwar, ne? Und mit dem Hass, das kommt irgendwie so hoch, ne? Aber brauchen wir das? Nee, das tut keinem gut. Ich glaube, Hass hat noch nie jemanden glücklich gemacht und Streit auch nicht wirklich, oder? Nee. Genau, also tun wir es getrost in den Mülleimer. Und dann ist hier noch eins. Jesus. Genau, und das ist, glaube ich, der allergrößte Schatz. Ein richtig guter Schatz, ne? Tun wir auch in unsere Schatzkiste. Und Rudi, ich find's richtig cool, dass du mir hier gerade geholfen hast, ne? Ich würde sagen, du kannst wieder in deine Kiste und dann... Moment. Ach so, sag den Kindern noch Tschüss. Tschüss, Kinder, macht's gut. Moment. Was denn? Ich hab meinen Schatz vergessen. Okay, dann... Gute Nacht. Oh, gute Nacht, ja. Dann mach's gut, Rudi, ne? Bis demnächst. Ja, das ist doch ein Unterschied, diese beiden Dinge, ne? Schatzkiste und Mülleimer. Und weißt du was, die gute Botschaft für dich heute und für mich, du und ich, wir sind keine Mülleimer. Du und ich, wir sind Schatzkisten. Und wir sind dafür gemacht, dass in uns was wirklich Gutes drin ist. Zum Beispiel das hier, dass Jesus in uns ist. Ich glaube, das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann, dass Jesus in einem ist. Dass die Liebe in uns ist, dass der Frieden in uns ist, dass wir Mut und Kraft haben, dass wir gute Worte haben. Und ich habe ein paar gute Worte gefunden, und zwar stehen die in diesem Buch in der Bibel. Und damit ihr es sehen könnt, habe ich es ein bisschen größer ausgedruckt. Da steht nämlich sowas Ähnliches. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst das ganze Leben. Dein und mein Herz ist sowas wie eine Schatzkiste. Und wenn da was Gutes drin ist, dann wird es unser Leben beeinflussen. Und zwar gut. Wenn du und ich, wenn unser Herz so wie ein Mülleimer wäre und aller möglicher Müll da drin ist, dann hat das auch Folgen für unser Leben und es beeinflusst unser Leben. Und deshalb ist es gut, dass du kein Mülleimer bist. Und diese ganzen Dinge, ja, Hass und Streit, Gewalt und Mord, diese Reden, du bist hässlich, du bist nichts wert, du bist für nichts zu gebrauchen, die kannst du getrost im Mülleimer lassen und kannst sagen, hey, ich bin kein Mülleimer, ich muss mir das hier nicht reintun. Und weißt du, im Moment haben wir eine Zeit, wo du vielleicht viel Langeweile hast, wo du ganz oft dir Filme anschaust oder sonst irgendwie am Computer hängst, denk dabei daran, du bist kein Mülleimer. Du musst dir nicht jeden Müll reinziehen. Tu das Gute in dich rein und lass das Gute in dich rein. Und wir hier vom Kids Channel, wir möchten ein bisschen dafür sorgen, dass deine Schatzkiste voll gemacht wird mit wirklich Gutem. Tschüss, bis zum nächsten Mal.